So. Aber zurück. Dann da wieder zurück. Und jetzt müsste das Bild eigentlich wieder auftauchen. Hier. Sehr schön. Geht sofort weiter. Danke. Wollt ihr mir gerade noch mal was nachgucken? Wenn man es jetzt auf die Schnelle findet. Ja, schön. Okay. So. Oh, wo wollen wir hin? Ach ja, wir sollten jetzt zurück in die City nach Neugridania. Aber ich glaube, vorher möchte ich einmal hier unten Anglerin und eine Angel machen. Da sind die Schokobos. Wir sollten ja, glaube ich, freireiten schon können. Müsste ja eigentlich schon gehen. Probier einfach mal. Ja, nee. Nee, geht doch nicht. Zumindest nicht von hier aus. Schade. Okay, dann müssen wir laufen. Kein Problem. Wir laufen gerne, ne? So, eigentlich nicht, aber. Ich weiß gerade gar nicht. Inhalte. Charakter. Ja, zwei Reittiere hätten wir tatsächlich, wenn wir reiten könnten. Ich hätte ja gerne Schokomoppel. Das ist, glaube ich, so ein richtig fetter, knuddeliger Schokobo. Ja, ich glaube, Fett-Schokobo wäre das da, glaube ich. So, ne? Der Schokomoppel? Ja, wäre schon nice. Wäre schon nice. Dann einmal nach da hinten, glaube ich, müssen wir. Und von Gridania können wir dann auch in den Nordwald. Und können da unser Bestiarium dann kühlen. Gut, das Viech hat uns nicht entdeckt. Die Baumschnecken uns auch nicht. Beziehungsweise die greifen nicht an. Ich mag diese Gegner nicht, die einen einfach so, wenn sie Bock haben, angreifen können. Na klar, wir gehören zu Final Fantasy dazu, aber hier sind wir. Nein, 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 nein. Das sind diese Angriffe, wo man aufweichen muss. Vor allem fehlt mir meine Rolle. Ich habe immer noch die Rolle von Witcher drauf. Also gut, wir spielen ja immer noch Witcher, aber sie wird mir echt fehlen. Sie wird mir in so vielen Spielen fehlen, diese Rolle. Ich habe die schon so verinnerlicht. Bei Dark Souls nicht. Nicht? Ich muss ja sagen, ich habe noch nie Dark Souls gespielt. Also ich besitze. Oh Gott. Entweder Dark Souls 2 oder 3. Eins von beiden besitze ich. Bloodborne. Ja, gut, ist nicht Dark Souls, aber gehört ja, glaube ich, mit dazu zur Reihe. Verbessern. Kannst mich gerne verbessern, wenn ich da irgendwie falsch liege. Ich habe da überhaupt keinen Draht zu dieser Materie. Allgemein zu solchen Spielen. Genauso wie Nio. Nio ist ja auch so ein. Gehört auch zu dieser Art Spiel. Die einfach nur bockschwer sind. Nio habe ich auch.
Storymäßig gehört es nicht dazu, aber es ist vom selben Hersteller. Ah, okay. Das erklärt schon mal. Ja, also ich habe Bloodborne habe ich einmal angespielt. Dark Souls noch gar nicht. Ich habe Videos von Dark Souls gesehen, Streams gesehen. Und ich denke mir nur so, ich glaube, das wäre eine Spielreihe, wo mein Controller kaputt gehen würde. Bewusst kaputt gehen würde. Weil ich glaube, ich würde. Ich habe keine Geduld, was sowas angeht. Glaube ich. Es gibt schon so genug Kämpfe, wo ich durchdrehe. Ich sag nur Crash Bandicoot. Frustration sehr groß. Eine gewisse Frusttoleranz braucht man ja. Ja. Sie war bei Crash Bandicoot schon nicht groß. Also ich habe nichts dagegen zu sterben, wenn es gerechtfertigt ist. Wenn es einfach nur gerechtfertigt ist, dann ja. Dann kann ich gerne so oft sterben, wie ich möchte. Wenn das aber wie bei Crash Bandicoot ist, dann nein. Ich glaube, Crash spiele ich auch erstmal alleine. Das ist ein Tag für Zimmer. Da hat man immer Schuld, oder wie? Also, wie gesagt, das, was ich würde das so gern spielen, aber ich glaube, das wäre für mich nichts, was ich im Stream spielen würde. Es sei denn, ich lasse mich von euch breitschlagen dazu. Warum mache ich keine Rückführung? Das vielleicht. Also, wenn es mal in einer Umfrage oder sowas, wenn es gewünscht wird, ich es in der Umfrage packe und es gewählt würde, würde ich es natürlich spielen. Mal ganz abgesehen. Aber ich würde es, glaube ich, nicht freiwillig spielen. Das ist immer gar nicht. Es gibt nur eine Stelle im ersten, wo das unfair ist. Okay. Interessant. Also wie gesagt, der Wille, es zu spielen, ist da. Ich habe nur Angst um meine Controller. Ich habe echt einfach nur Angst um meine Controller. Weil sie sind mir lieb und teuer. Und ich neige dazu, Original-Controller zu haben. Also bei der PS2 habe ich auch welche, die sind nicht original. Die könnten ruhig kaputt gehen. Also die nicht originalen, die sind mir schnuppe. Bei meinen originalen Controllern sind mir lieb und teuer. Vor allem von der PS4 mein blauer Controller. Nein. 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 Ich möchte ihn behalten. Und ich möchte auch meine Wände behalten. Weil ich könnte mir vorstellen, dass ich dann einfach so werfe und der Controller da mitten in der Wand hängen bleibt. Sieht bestimmt cool aus, aber ich glaube nein. Nein. PC, gut, würde ich vielleicht noch mit mir drüber reden. Da habe ich einen relativ günstigen Controller. Also das würde dann schon wieder gehen. Aber nicht meine PS4. Mist, jetzt habe ich hier einmal weitergekriegt. Na egal. Hoffentlich will er mir keinen neuen Schokobo verkaufen. Ja, hoffentlich nicht, ne? Oh. Dieser Blick. Da geht das Ganze gar nicht um Schokobos. Ich fürchte, es gibt wieder Arbeit für dich. Falls du noch Dringliches zu erledigen hast, mach es jetzt und dann komm schnell wieder zu mir. Die Sache könnte noch etwas unangenehm werden. Oh, okay. Das ist genauso wie, wenn meine Mutter zu mir ankommt oder halt sagt, Kind, wir müssen reden. Und ich denke mir dann auch so, oh Scheiße. Gut, ich nehme ihren Rat erstmal zu Herzen und wir machen erstmal das, was ich ihr noch so zu erledigen habe. Das wäre in dem Fall Bestiarium. Da würde ich jetzt natürlich gerne Richtung Nordwald marschieren. Ich hoffe, wir gehen richtig. Ich kenne mich in Gridania jetzt noch nicht so aus. Es macht es auch nicht besser, dass wir nur alle 2 Wochen spielen. Ich wollte halt alle meine Spiele irgendwie mal so ein bisschen, ja, reinquetschen. Ja, aber Nioh wäre zum Beispiel auch etwas, was ich gerne spielen würde, was ich auch teilweise schon gespielt habe. Ich aber an einer ganz bestimmten Ecke nicht weiterkomme und meine Frust
auch schon dran ausgelassen habe. Allerdings habe ich einfach nur eine Plastikflasche erwürgt. Da war kein Pfand drauf, Gott sei Dank. Aber ich habe tatsächlich eine Plastikflasche gewürgt. Weil ich einfach mich so aufgeregt habe. Ja, wenn ich daran denke, rege ich mich schon wieder auf. Ich habe hier schon voll, worauf ich mich freuen kann. Oh ja, das Ganze. Also installiert ist es tatsächlich schon. Ich habe es schon installiert. Ich habe auch einmal kurz reingeguckt, ob es läuft. Läuft alles. Ich muss nur irgendwie gucken, dass ich den Bildschirmformat irgendwie ändere. Da habe ich irgendwie die Einstellung noch nicht ganz passend. Aber ansonsten ist das alles schon vorbereitet. Neo reizt mich nicht so vom Setting. Ah doch, ich finde Neo echt interessant. Weil ich halt auch ja dieses asiatische. Ich liebe es. Ich habe da einfach ein Fable für. Ja, ist natürlich Geschmackssache. Aber das würde mich jetzt schon sehr, sehr reizen. Aber wie gesagt, an einer gewissen Stelle komme ich nicht weiter. Und es hat mich Nerven gekostet. Es hat mich echt Nerven gekostet. Aber es ist Gott sei Dank nichts kaputt gegangen, außer dieser einen Plastikflasche. Die habe ich auch eine ganze Weile so als Stressflasche benutzt. Es gibt ja diese Stressbälle. Das war dann halt mein Stressflasche. Bubble. Ja. Ich bräuchte. Oder es gibt ja auch diese Sandkissen. Oder. Wie heißen die? Doch, Sandkissen, glaube ich. Die es auch beim Zahnarzt gibt. Womit du dann auch so kneten kannst. Und so ein Geräusch macht, was angeblich beruhigen soll. Ich glaube, das macht mir ja kirre. Also wenn ich dann dieses ganze Zeit dieses Knistern habe. Es gibt ja auch. Ich weiß gar nicht, wie heißt das? ASMR? Glaube ich, diese Flüstergeräusche, wo man dann halt so flüstert und das ja ganz beruhigend sein so und dieses Klicken und Knacken und oh Gott. Das sind so Sachen, da kriege ich Aggression bei. so ein kleines Stressball habe ich auch noch da. Ja, irgendwo habe ich bestimmt auch noch einen, aber also Stressball geht. Diese Kissen, die sind furchtbar. Furchtbar. Das ASMR. Nee. Wirklich nicht. Also ich habe mir sowas tatsächlich mal angeguckt, weil ich wusste nicht, was das ist. Ich dachte so, hä? Soll das sein? Ist das irgendeine komische, neue, neumodische Art des, ich habe meinen Partner lieb? Dachte ich tatsächlich. Da habe ich mir dann angeguckt und dachte so, okay. Und dann im Chat nur so, oh, das ist so berühmt, das ist so berühmt. Und ich denke mir so, Aggression, Aggression, Aggression. Der Puls war schon wieder auf 180. Also für die Leute, die es wirklich beruhigt, mag das echt gut sein. Also. Nee. Deswegen ist das mit dem Liebhaben gar nicht so weit weg. Nicht? Also für mich hat das nichts mehr mit Liebhaben zu tun. Das ist eher so, weiche von mir, böser Geist. Friss mich nicht. Also was mich tatsächlich beruhigt, wäre jetzt so Wasserplätschern oder sowas. Gut, Walgesänge würden mich jetzt auch nicht wirklich beruhigen, aber halt so Regen, also wirklich diese warmen Sommerregen. Und dann prasselt der Regen so schön an die Scheibe. Das ist beruhigend. Damit kann ich leben. Aber nicht, wenn da jemand vor dem Mikro sitzt und flüstert und knistert und knackt und. Da kriege ich das. Da werde ich hektisch. Nur zu lösen über Audio. Ja, aber. Wie gesagt, für die, die es. Wo das halt wirklich. Das bringt, die das toll finden. Bitte. Ich hab da so den Draht da nicht zugefunden. Ich bin aber sowieso kein Mensch, der sich von Geräuschen, also großartig von diesen Geräuschen, beruhigen lässt. Was mich tatsächlich beruhigt,
ist eine Kuscheldecke. Mich irgendwo einmummeln. Lieblingsserie an. Ich bin ruhig wie sonst was. Mehr brauche ich nicht. Oder Tee. Tee dient mir auch als Ruhequelle. Etwas von Meditationsübung. Ja, von Meditation hatte ich jetzt auch nicht so viel. Aber wie gesagt, jedem, was er möchte. Meine Mutter mag sowas zum Beispiel auch und ja. Da rede ich ihr jetzt auch nicht rein. Wenn sie das toll findet. Oder Yoga. Yoga wäre jetzt zum Beispiel auch nichts für mich. Wobei, es liegt auch, glaube ich, eher an verschiedenen Fernsehserien und Sendungen, wo sich drüber lustig gemacht wird und man dann halt auch diese Witze noch so mit im Kopf hat, wo man sich dann auch noch so denkt, okay, jetzt nicht da und daran denken. Ich glaube, bei Two and a Half Men war es mit dem nach unten blickenden Hund. Nee. Ich krieg da heute noch einen Lachkrampf bei. Der nach unten blickende Hund. Sah ja aus wie. Naja. Muss ich ziemlich zufrieden sein. Ich kann hier das sagen, Reize auslösen. Dass noch gezielt andere Sachen ausgelöst werden. Richtung Liebhaben. Gut, ja. Ja. Schön. Ich habe anderes Liebhaben lieber. Sag ich jetzt mal so. Aber. Okay. Aber gut, danke nochmal fürs Aufklären. Weil ich hatte jetzt auch nicht so wirklich eine Ahnung, was. Also ich habe den Sinn halt dahinter einfach nicht verstanden. Ja. Also bei mir löst es nur den Reiz von Aggression aus, wie gesagt. Nee, kommt gar keinem zugute. Außer wenn ich vielleicht irgendwas in die Wand hauen müsste. So ein Nagel oder sowas. Oder was zusammenbaue. Und dafür Kraft aufwende. Dann wird es gut. Dann könnte ich das benutzen. So zum Kraftaufbau. Aggressionsschübe. Also mehr Baustelle auf der A3. Ja. Oder A2 bei uns. Oh, sehr geil. Ah, schön, schön. So. Ja, Bestiarium haben wir vollständig. Also zumindest den ersten Rang hier. Oh, so, tiefer Wald, Ostwald, tiefer Wald, tiefer Wald. Das klingt wie ein Lied. Tiefer Wald, Ostwald. 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 Südwald. Nee, das passt jetzt aber hier nicht ins. Ne? Das macht ja meine komplette Reihe hier durcheinander. Mit tiefer Wald und Ostwald. Südwald, weißt du. Packen Sie dann Südwald mit rein. Wer braucht denn bitte den Südwald? So. Kann ich dieses schöner Wohnen nicht einfach irgendwie wegmachen? Ist dieses schöner Wohnen wichtig? Das ist doch nur für die Wohngebiete, oder? Brauche ich doch nicht. Ich weiß es nicht. Ich würde das am liebsten wegmachen. Kein Plan. Ja, ich mach's einfach erstmal weg. Ich denke mal, man kann es dann später irgendwann nochmal. Wenn ich es dann nochmal haben möchte, kann ich es, glaube ich, später nochmal einloggen. Aber ich habe hier sowieso nicht vor, mir irgendwie ein Haus zu holen oder sowas. Bisher noch gar kein Spiel gemacht. Doch in Fiesta Online. Aber da kriegt man es automatisch, glaube ich, irgendwann. Ist das also halb so wild? So. In Neugridania kann ich das abgeben. Dann laufen wir da doch einmal hin.
kann es kaum erwarten, eine Schokobrot zu haben. Aber ich glaube, dafür muss ich auch erst eine Instanz oder sowas fertig machen. Bin mir aber, wie gesagt, nicht ganz sicher. Hätte man mir beim letzten Mal nur gesagt, dass es da irgendwie eine Quest für gibt, die man erfüllen muss. Oder eine Questreihe, dann noch irgendeine Instanz, dann zu irgendeinem Schokobo-Typen und dann kann man erst reiten. Also komplett umständlich. So, wo ich mir denke, warum, ja, mach doch eine übersichtliche Questreihe. Weil keiner konnte mir sagen, wie genau ich jetzt an meine Reitfähigkeit komme. Das heißt dann immer nur so, ja, irgendwann kriegst du eine Quest. Ja, es werden mir hier auch so wenige angezeigt an Quests. Es ist richtig, ne? Leicht herauszufinden, wie ich an meine Reitfähigkeit komme. Ich meine, wenn ich es einmal drauf, also wenn ich es einmal gefunden habe und einmal weiß, wie es funktioniert, dann merke ich mir das auch. Aber jetzt gerade gehe ich erstmal komplett auf den Schlauch. Warum sind die eigentlich überall Eier? Die sind jetzt erst seit ein oder zwei Wochen da. Ich meine, ich hätte zu Ostern hätte ich das hier verstanden. Mit den Eiern. Aber jetzt, nach Ostern? Blick ich denn nicht mehr so ganz durch. So, Teilchen. Rogienmeisterin. Ah, die junge Eider. Konntest du die Schwachstellen deiner Gegner finden? Wenn du es mit einem Gegner zu tun hast, der aus der Entfernung angreift, kannst du dich nicht einfach vor ihn hinstellen und mit Pfeilen beschießen. Das wäre ein hirnloses Kräftemessen. Oh, echt? Dein Wissen ist es, das sich dem Gegner überlegen macht. Ein durchdachter, kraftvoller Schuss oder die gezielte Behinderung des Gegners. All das bewirkt mehr als ein ganzer Regen draufgeschossener Pfeile. Nun zu dieser Erkenntnis bist du mit Sicherheit schon gelangt. Ich hoffe, bevor das letzte deiner Ziele zu Boden gegangen ist. Folgt der Blick so. Oh, das sollte ich machen. Leiselwer, kommt doch mal her. Was meint ihr? Hat das Mädchen genug Talent zur Weitläuferin? Sieht nicht schlecht aus, würde ich sagen. Sie schießt gut und ist begeistert bei der Sache. Hallo, ich bin Aliapov. Freut mich, dich kennenzulernen. Ich bin seit 2 Jahren in der Gilde. Als Lehrling, wie du. Du scheinst ein Gespür für den Bogen zu haben. Aber nur ein guter Rat. Pass auf, dass du vor lauter Konzentration nicht völlig die Umgebung vergisst. Das könnte gefährlich werden. Mich zum Beispiel hast du vorhin gar nicht bemerkt, oder? Als du voller Eifer auf Mikrochu-Jagd warst. Ich war ganz dicht hinter dir. Gott, das weiß ich doch nicht mehr, was beim letzten Mal passiert ist. Völlig die Umgebung vergessen. Dass gerade du das sagst, meine Liebe. Die Katzenohren stammen auch von Fehlsafttrank wie bei Hermine, oder? Es wäre durchaus möglich. So wie die da gerade rausgeguckt haben. Von wem hattest du nochmal die Haare? Von mindestens Bullstrode, glaube ich? Hat sie die Katzenhaare eingesammelt. Irgendwie fand ich die Szene cool, wo sie da eine Katze war. Gut, aber ich bin sowieso ein Katzenfreak, also. Ich find jede Szene mit Katzen gut. Außer wo Katzen sterben. Da natürlich nicht. Und du, Mädchen, du schießt wie ein Fungus mit Fäustlingen. Sieh dir nur mal deine Haltung an. Völlig verdreht. Beim Schießen spreizt du den Ellbogen ab. Als ob er mit Steingeistung eingerieben wäre. Und dann zitterst du deine schwachen Pfeilchen ans Ziel. Mit einem Wort, erbärmlich. Lucien, nimm diese Dilettantin den Bogen ab. Es ist besser für uns alle. Ich habe dir schon immer gesagt, lass keinen von diesen Fremden in die Gilde. Was willst du deine Zeit verschwenden? Sie versteht den Geist des Bogenschießens nicht. Pfui, was für Zeiten. Ich weiß gar nicht, was ich hier noch mache. Ja, dieser arrogante Klotz ist Silver. Leider unser,
Leider unser Kollege. Er war früher bei Nofika Shah und glaubt, er sei der Größte. Ich hoffe, du nimmst dein dummes Gerede nicht ernst. Er ist nämlich zu jedem so. Ständig. Der Weg des Bogens, das Ziel atmen. All dieses hochtrabendes Zeug, davon reden die Erlschatten ständig. Die sind alle... Hallo Soulkeeper, schön, dass du reinschaust. Und herzlich willkommen hier. Nanalei, ich weiß, die Erlschatten sind ein stolzes Volk. Das wirkt auf viele überheblich. Aber man kann alles auf mehrere Arten sehen. Der Vergleich ist zwar etwas plakativ, aber denk nur, welchen Unterschied es macht, wenn du beim Schießen mit dem falschen Auge zielst. Die Welt, die du siehst, ist dieselbe und doch unterscheiden sich die Ergebnisse gewaltig. Ich würde sagen, es kommt auf die Perspektive an. Gott, ich habe keinen Bock mehr zu lesen. Na gut, wir lesen hier schon weniger. Ich lese die Nebenquests schon gar nicht mehr durch. Nur noch die blauen und die Hauptquests lese ich. Das Sehen ist unser wichtigster Sinn. Überall im Leben. Du verfügst über den richtigen Blick. Und deswegen möchte ich, dass du dich weiter als Waldläuferin übst. Viel Erfolg. Danke. Langsam keine Lust mehr auf Leben. Ja, also... die Texte sind halt relativ, ja. Ruhiger? Kann man das so ausdrücken? Also, vom Lesen an sich, Gott, würde ich nie genug kriegen, aber... Es ist halt, anstrengend auf Dauer. Wie ein Bubi. Ja, gerade gewechselt. War zu langweilig. Oh, ich finde, also, ich bin ein Fan vom Bogen. Also, ich werde bestimmt auch nochmal was anderes machen, denke ich. Ich glaube, man kann ja auch noch andere Klassen zwischendrin machen. Aber erstmal wollte ich mich an einem Bogen machen. Weil ich glaube, ich in jedem MMO... Ich liebe den Bogen. Pew Pew Headshot und so. Spielst du auch neu? Nicht direkt neu, also ich habe vor 2 Jahren das erste Mal angefangen. Dann hatte ich, ja gut, keine Lust mehr irgendwie, beziehungsweise halt auch nicht das Geld, um monatlich zu zahlen. Und jetzt hatte ich mir gedacht, ach komm, weißt du, du hast gerade ein bisschen Geld auf dem Konto übrig, mach. Und ja, jetzt bin ich wieder hier in Final Fantasy und ich liebe das. Ja, du kannst ab Level 10 umwechseln. Okay, gut. Aber da muss man, glaube ich, auch wieder von vorne anfangen, ne? Mit dem... Also dann ist man nicht mehr, wie ich jetzt, dann glaube ich, auf 16, sondern muss dann wieder auf 1 anfangen. Auf welchem Server bist du? Ich bin auf Shiva. Weil da auch viele oder einige Freunde von mir spielen. Und ja, deswegen bin ich auf Shiva. Deswegen dachte ich, das passt eigentlich ganz gut. Du hast offenbar beherzigt, was ich dir beigebracht habe. Kann es sein, dass du schon bereit für die nächste Lektion bist? Nein. Ich möchte dir nur etwas über den richtigen Standpunkt beibringen. Ja, du bist in Level 1 und Level ist aber schneller, da deine Main-Klasse höher ist. Ah, okay. Das ist schon mal gut zu wissen. Also, falls ich irgendwann mal keinen Bock mehr drauf habe. Weil es gibt eigentlich so viele interessante Klassen, die ich dann auf jeden Fall spielen möchte. Dann sind wir auf demselben Server. Ui, sehr cool. Noch ein Genosse auf Fieber. du erinnerst dich doch noch doch an Lei. Nicht ich, sondern sie wird dich diesmal unterrichten. Sprich mit ihr und tu, was sie dir aufträgt. Ich habe schon langsam Frosch im Hals. Hallöchen. Ah, da bist du ja. Dann fangen wir gleich an. Aber zuerst mal eine kleine Wiederholung. Letztes Mal musstest du doch Zielscheiben in der Stadt finden und zerstören. Ja, und es war ätzend. Diesmal gehen wir dafür in den Wald. Och, komm, hör auf. Es ist wohl nichts Neues für dich, dass der Wald kein allzu sicheres Pflaster ist. Achte gut auf deine Umgebung, wenn du dich ins Dickicht vorwagst. Du musst 2 Dinge im Auge behalten. Dein Ziel und die wilden Tiere, die dich zum Ziel haben.
Bleib auf Distanz, dann kannst du einen Kampf vermeiden, auch wenn du einmal entdeckt worden bist. Also dann viel Glück. Vergiss nicht, wie letztes Mal musst du die Zielscheiben mit einem gezielten, gewaltigen Schuss zerstören. Ja, das sollte ich wohin bekommen. Der Pionier macht für Laune. Echt? Also die... Also in Final Fantasy allgemein war das nie so meine Rasse. Meine Klasse. Aber ich würde es wahrscheinlich ausprobieren. Wahrscheinlich würde ich sowieso jede Klasse irgendwie mal testen. Es gibt ja unzählige hier. Das ist ja schon heftig. Ich frage mich nur, was der Tänzer macht. Wenn er aus Peking kommt. Oh, Dufte. Weißt du, das ist genau so, wie die Sprüche, die Frisches bringt. Genau die gleichen. Und die sind noch ätzender im Wald. Ich weiß nicht, ich fand die hier schon ätzend. In diesem Gebiet. Also, es ist keine schlimme Aufgabe. Ich denke mir halt so... Ja. Was soll das jetzt? Was? Wieso? Wieso quält ihr mich? Wieso könnt ihr mich nicht einfach in Ruhe lassen? Deswegen verstehen wir uns auch so gut. Das stimmt. Stimmt. Ja, hier herrscht eine Harmonie an Humor. Oh Gott, ich habe echt einen Frosch im Hals. Dieser Brief, den du mir gebracht hast. Wenn Luquelot sich nicht getäuscht hat, dann könnten die Xer einen Angriff auf den Wächterbaum vorhaben. Das ist ein geweihter Baum, einer der heiligen Stätten im Wald der Einkehr. Er ist uralt. Nicht auszudenken, wenn die Xer dieses Heiligtum tatsächlich zerstören sollten. Ein derartiger Frevel würde einen Gebieter des Waldes in unsagbare Raserei versetzen. Niemand könnte sie mehr beschwichtigen. Ihr Zorn würde uns genauso treffen wie die Xer. Oh Gott, was habe ich denn jetzt bekommen? Bring diese Botschaft zu Nofikas Schar. Bogenmeister Levin soll sich die Beobachtung von Luquelot ansehen und entscheiden, was zu tun ist. Okay. Und er wird deine Hilfe benötigen. Viel Glück. Weitmanns Heil! Okay. So. Die ganze Geräusche immer. Also wieder zurück. Wir laufen ja so gern von links nach rechts. Oh, ich will eine Katze haben. Ich will auch eine Katze. Na gut, mein Mokri reicht mir auch. Ich bin auch mit dem Mokri zufrieden. Du hast mich gefunden? Das ging schnell. Zookeeper, das ging schnell. So, warte. Ich habe echt noch nicht wieder... Nochmal. Wo ist... Wo habe ich denn? Nee, das ist Gegengift. Da! Benutzen. Hab den Game gefunden. Das ging echt schnell. Weißt du, bis ich Leute finde, das dauert erstmal so halbe Ewigkeit. Ah, okay, da sind die Schießdinger. Oh. Ich ahne Fürchterliches. Ich ahne ganz, ganz Fürchterliches. Ich sehe die Zielscheiben schon.
Kann ich die nicht auch von hinten treffen? Ja, kann ich. Wer hat sich das hier ausgedacht, ey? Dann auch nur ein paar Gegner, die einen einfach so angreifen. So. Hui, lass mich da weg. Nein! Lass mich hier raus, ich will hier weg. Ich will hier weg. Da ist ein Hornissenschwamm, den brauche ich noch. Nein! Wer nimmt mir da meinen Hornissenschwamm? Ich hab's einen Menschen. Ganz ehrlich, in echt würde ich vor den Hornissen weglaufen. Vor allem, wie willst du Hornissen mit Pfeil und Bogen treffen? Macht, hier relativ wenig Sinn. Und wie genau muss man dann gucken, um die zu finden? Nein, 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 kein Feldbereich, bitte. Wenn man den nach und nach. Okay, die suchen echt schnell. Ja, mach! Gerne! Kannst du gerne machen. Hallo, Zielscheibe. Das haben wir schon mal. So, warte mal. Da. Ja. Jo. Sehr schön. Vielen lieben Dank. So, jetzt ist die nächste große Frage. Muss auf jeden Fall. Okay, Dania. Nochmal zur Weitläufergilde. Kann ich schon wieder? Kann ich. Und das nur für die Kackscheiben.